Okay, gut. Solange der nicht durch die Tür kommt, können wir das auch lesen. So, für uns ist es schon zu spät. Aber die Welt soll wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachricht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19:30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich. Vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19:50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen, und sah, wie Clark von einem Art schwarzen Monster aufgefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinen Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauerte ich bei den Kojen. Schreibe dies mit der zitternden Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert auf den Gängen. Ab und zu höre ich sie noch schreien, aber keine 10 Pferde können mich wieder nach draußen zerren. Und das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Was hat der Giovanni gesehen? Ich glaube, das, was uns gerade verfolgt. Oh! Bootsfahrten auf den Amazonas. Schönheiten in der schwarzen Lagune. Ist die neueste Ausgabe, sollte ich haben. Ah, guck mal. Eine Rettungsweste. Mit Taschenlampe. Warum nimmst du die nicht mit? Und wieso kann ich mir die angucken? Ist da irgendwas Besonderes dran? Warum zieht sie die nicht an? Wir sind eh auf dem Schiff. Oder keine Ahnung, oder... Komisch. Komisch, dass man sich die angucken kann. Ist ja... Hallo? Ist Giovanni auch noch hier? Oh, was war das? Eine Pistolenmunition? Tatsache. So langsam kriegen wir... Oh, und eine Shampoosflasche. Juhu. Vielleicht sollen wir erstmal Party machen. Ich mach Party, du machst Party. The Party. So. Da ist nichts drin. Hier ist ein Zettel. Von Giovanni oder von wem? Oh Gott. Uah. Liebe Jeanette, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffes zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keinen Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich. In Liebe, Jim. Okay. Wer war denn die Familie? Waren das die Bakers, die mit der Kleinen hier waren? Also mit der Evelyn? Also wenn das Evelyn ist. Hallo! Da würde ich gerne reingehen. Okay, hier waren wir ja drin. Ja, nee, ist klar. Du willst mich aufpassen, oder? Oh, wie gemein das ist! Da fehlt eine Sicherung! Ist klar. Okay, wenn die zwei Gabba-Kläuse hier rumlaufen, zumindest der eine. Boah, Alter, der eine sieht voll aus wie so eine Gesichtsgrätsche, ne? Ohne Spaß. 1F, wo geht's denn hier hin? Waren wir hier schon?
Safe-Raum. Hier waren wir noch nicht. Hier ist aber ein Safe-Raum. Hier kann ich... Oh, die ist ja süß. Wir haben eine Knarre. Das heißt, wir können uns endlich wehren. Super. Bringt jetzt auch so viel, weil wir ja so viel gesammelt haben mit Ethan. Ethan. Aber ich frage mich, doch tatsächlich, ob wir unsere Sachen wieder kriegen, die wir gesammelt hatten. Mit Ethan. Weil jetzt sind wir ja total irgendwie weit weg vom Schuss, ne? Jetzt könnt ihr mir gar nicht. Ich hab eine Knarre. Ich will aber die Muni nicht verwenden. Oh, ein Fahrstuhl. Ich guck mich nur noch mal ein bisschen intensiver um. Ah. Waren wir hier schon? Ich glaube ja. Also irgendwann müssen wir eine Sicherung finden. Also sieht zumindest danach aus. Ah, warte mal. Erste Hilfe. Da ist der Zettel von Giovanni Trapattoni. Ah, hier sind wieder die ganzen... Ernsthaft, ist jetzt da gerade die Tür aufgegangen? Warte mal. Oh, was ist das denn? Was? Hunting Life. Guns for the Avid Hunter. Aha. Hunting Wild. So, die Frage ist, wo finden wir diese Sicherung? Ich habe keinen Bock, mit der Pistole auf die Affen da zu ballern, weil irgendwo war da noch eine Kiste. Der stand vorhin da, ne? Jetzt ist er weg. Wo ging es hier lang? Ah ja, war der Raum, wo... Da ist die Sicherung. Geh weg. Ciao, lass mich. Ihr könnt mich mal. Ihr Penner. War nicht irgendwo noch eine Kiste? Hier. Schießpulver. Oh, wie geil. Das ist ja süß. So, jetzt haben wir die Sicherung. Das Problem ist nur, dass genau hier am Gang welche warten. Also, da wette ich mit. Huch. Was war das denn? Was ist denn für eine Taste? Achso. Wofür ist eigentlich L2? Okay, ich riskiere es. Mach offen. Mach offen. Warum geht das nicht? Ja. Ich will hier gar nicht sein. What the fuck? Willst du mich verarschen? Was? Ach du Scheiße. Küche, Dining Room, Stickbase, Security Bridge, Kettenkabine, Control Room, Engine Room. Wo Engine Room kamen wir? Jetzt sind wir F1. Alter, willst du mich verarschen? 4 Etagen noch? Ach du heiliger Bimbam. Was erwartet mich denn da noch alles? Oh Gott. Gott, Freunde. Hallo? F2. Mhm. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, F2 können wir schon mal abhaken, haben wir schon mal gemacht. Dann geht's jetzt erstmal nach F3. Kommt gerade nicht vor wie ein Vergnügungspark. Oder wie so eine, wie so ein Spaßbad. Jetzt geht's hier nach oben, oben kommen die Rutschen dann irgendwann. Noch mache ich lustige Sprüche. Oh, okay, hier ist die Karte schon runtergerissen. Oh Gott. Soll ich nicht lieber oben gucken gehen erst? Was ist denn F3?
F3 ist Stick Bay, Security und was heißt Control Room? Captain Kabine und Bridge. Vielleicht sollten wir erstmal auf die Captain Kabine und die Bridge gehen, oder? Ich weiß nicht. Okay, komm, wir gehen erstmal hier gucken. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Schiffe bei Horrorspielen sehr mag, also als Setting. Also liebe Horrorentwickler, bitte mehr Schiffssettings. Ich mag sowas. Ich finde Schiffe voll geil. Also so als Horror-Setting. Finde ich voll geil. Ist mal was anderes. Oh nein. Falle. Das ist eine Falle, hundertprozentig. Da sitzt Mia. Das ist Mia. Wir können nicht drauf schießen. Das ist eine Falle. 100% ist das eine Falle. Ich will an die. Oh nee, ist nicht Mia. Siehst dir an. Was? Was soll ich mir ansehen? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Oh nein. Ich wollte schon gerade sagen, wackelt die so mit dem Arm? Nee, deswegen. Ich schaue mich erstmal um, bevor ich jetzt da das Video. Weil die wird uns jetzt nichts tun, denke ich mal, ne? Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich sie einfach sitzen lasse? Oder was würde denn passieren, wenn ich sie einfach sitzen lassen würde? Und was ist mit der Oma? Ist die Oma noch im Haus? Oma, 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 Oma. Oh Gott, hier ist. Oh Gott, hier ist so dunkel wie ein Bärenarsch. Okay. Alte Videokassette. Oh Gott. Ich will das gar nicht gucken. Was ist das? Ist das The Ring jetzt oder was? Oh Gott. Mia Winters, Cabine. Aha, Testsubjekt E001. Sea Transport Log. Top Secret. Oh Gott. E001 ist doch die Ampulle, die wir bei haben bei uns. Oh Gott. Wir sind bestimmt auf dem Schiff. Oder? Ich muss echt die Linsen, glaube ich, gleich mal sauer machen. Ja. Der Ladebildschirm? Dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Der hat auch so eine Uhr rum. Und wir auch. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir gekommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier. Nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Okay. Wir sind also. Also, ich vermute mal auf dem Schiff, hier ist eine Kiste. Wir haben ein Maschinengewehr. Ein schnellfeuerndes Maschinengewehr. Wir haben die Gewebeprobe von Evelyn. Eine kleine Flasche, die Gewebeproben von Evelyn erhält. Und ein Überlebensmesser. Sehr schön. Das ist ein großes Überlebensmesser. Und... Boah, geil. Meine Augenbrauen mache ich gerade nach oben, nach unten. Ihr könnt es nicht sehen. Boah, wie cool. Dup, dup. Okay. So. Ich fühle mich schon wesentlich sicherer. Maschinengewehrmunition. Ah, geil. Möchte ich natürlich ein bisschen sparen. Was haben wir hier? Ein Zettel. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aha. Die war also hier Leiterin für Spezialeinsätze.
Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihr Befehl lautet deshalb, Evelyn zu sichern, Verwahrung bis auf Weiteres zu unseren mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genom-Kodex. Sollte Mission inversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Diese Kodex-Dinger, das sind wahrscheinlich die Uhren, die wir umhaben. Gehe ich mal von aus. Schicker Fernseher. Und ich wette damit, dass... Boah, wie cool das aussieht einfach. Meine Fresse. Und ich wette damit, dass wir mit dem Video wieder irgendwelche Hinweise bekommen, was wir... Siehst du den Helm? Was? Der Kodex zeigt die Entfernung zum Ziel. Ach, wie krass. Ah, Fahrstuhl. Ich sollte mich erst auf diesem Deck umsehen, okay? Ich scheint hier hinter irgendwo zu sein. Oder unser Ziel. Wie die Uhr die ganze Zeit hält. Ja, ist gleich soweit. So. Sag mal, Mia, wie spät haben wir denn? Ah, 14, okay. Greif mich denn jetzt auf was an, weil ich kann mich jetzt gar nicht... Doch, wehren kann ich mich, okay. Wollte schon sagen. So, was mal Pillen. Wie schön, dass sie denn die Hand jetzt da so hinhält. Also mitten ins Bild. Ich kann manchmal gar nicht sehen. Ist natürlich ein Traum. Da liegt Kraut. Auf dem Flachbildschirm liegen etliche Bücher rum. Das sind die Bücher aus dem... Hier brauchen wir... Was sind das? Ich kann das gar nicht erkennen. Vielleicht so ein Schlüssel oder so eine Keycard. So, was haben wir hier? Hunting Life. Da ist wieder die neueste Ausgabe. Wir müssen wahrscheinlich mehrere Etagen durchsuchen. Vermute ich mal.